Grüß euch. Willkommen in der kleinen Garage. Ich habe mir entschlossen, jetzt doch noch ein Video reinzuzwicken, bevor alles dann komplett zerlegt ist, weil es wäre ja schade, wenn man da nicht ein bisschen was mitkriegt. Und kleine Updates habe ich auch. Also, wie schaut's aus? Dass der Tank drauf bleibt, ist ja nichts Neues. Aber, dass der Rahmen blau wird, das schon. Der Christian hat sich schon erkundigt bei einer Pulverei. Das ist super, weil es ist nicht teuer, einen Rahmen zu pulvern. Ich bin total begeistert, dass das nicht so kostenintensiv ist. Jetzt ist der Rahmen dann blau. Jetzt brauche ich natürlich am Lack auch eine blaue Komponente. Und ich habe das schon vorhin ausprobiert. Mir seht jetzt gleich ein Foto, was ich schon gemacht habe. Und zwar, das ist dieses BMW-Blau, möchte ich den Tank in dem Bereich, wo das kaputte Pickel ist, ist leider kaputt gegangen, das Pickel. Und genau wo das Pickel ist, möchte ich einen blauen Streifen hinmachen. In diesem Blau. Also natürlich nicht folieren, ich lasse das dann lackieren, aber so ein blauer Streifen aus Folie, da kann man sich schon was vorstellen. Nur, dass man mal sieht, wie das Rot und das Blau ausschaut. Ich finde, das knallt ordentlich. Also mir gefällt das sehr gut. Vorne mit dem Emblem dann, das was Blau, wo das Blau natürlich genau zusammenpasst. Und der blaue Rahmen dann dazu. Ich finde das voll geil. Mir taugt der Tank einfach so. Also ich werde das so machen und bin mir auch noch nicht sicher, ob ich den ganzen Tank neu lackieren lassen soll oder tatsächlich nur den blauen Streifen. Das wird sich dann weisen. Mal schauen, was der Lackierer sagt. So, ja. Was wird noch gemacht? Es kommt der Kletterheck drauf, da haben wir schon drüber gesprochen. Es kommt das Sportheck mit Knotenbleche drauf. Die Knotenbleche habe ich darum gewählt, weil die haben schöne Löcher. Und ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin ganz froh, weil man hinten einmal vielleicht ein paar Löcher hat, falls man doch was anschrauben möchte. Mit dem Gepäck wird es schwierig werden. Also wenn man nicht Gepäcksträger macht, wird es schwierig, dass man tatsächlich ein bisschen mehr Gepäck mitnehmen kann. Mir reicht leider keine Rolle hinten. Das ist mir zu wenig, weil ich habe meine Fotoausrüstung mit. Und die Fotoausrüstung braucht Platz. Das ist einmal so. Daher muss ich mir das dann irgendwie überlegen. Was habe ich gemacht schon am Fahrzeug? Also ich war schon ein bisschen fleißig. Ich habe die Vorderfelge gereinigt. Nicht nur die Felge, auch die Speichen. Habe die Felgennarbe gereinigt. Und habe die Hinterfelge gereinigt. Die war sehr schwierig zu reinigen, muss ich sagen. Das war nicht so einfach. Ich habe den Kardantunnel gereinigt. Und den Endantrieb. Der Endantrieb wird nochmal mit einem Vlies abgebürstet. Und ich habe schon ein bisschen probiert am rechten Zylinder, wie das ist, wie das zum Reinigen geht, weil das ist ja doch nicht so einfach, man kommt da nicht überall hin. Aber auch da hat mir der Christian einen guten Tipp gegeben. Er hat das mit Vlies gemacht und mein Sohn hat mir gleich ein Vlies mitgebracht, der hat ein 3M-Vlies und mit dem lässt sich das super putzen. Ich bin total begeistert, dass sich das so toll putzen lässt. Die Ventildeckel, die sind auch zerkratzt. An der Unterseite, also das ist schon auf der Seite, auf der anderen Seite nicht, also nur auf der rechten Seite, ist leider beschädigt. Der Josef hat mir versprochen, er tauscht mir die aus. Und die sind aber auch vom Lack eher schlecht, aber nicht zerkratzt. Und die werde ich auch Pulver beschichten lassen. Genauso wie den Starterdeckel, der Motordeckel, der wird auch Pulver beschichtet. Dann hat das alles wieder eine schöne Form, Farbe. Da freue ich mich schon sehr drauf, wenn es dann alles fertig ist. So, jetzt zerlegen wir es. Zerlegen ist natürlich für jeden, der so ein Fahrzeug zu Hause hat und damit arbeitet, überhaupt keine Frage. Aber ich möchte es jetzt trotzdem sagen, ich habe schon viele Motorräder da in der Garage gehabt. Ich habe schon vieles zerlegt und zusammengebaut. Aber die BMW ist die, die am einfachsten von allen zum Schrauben geht. Also ich habe noch nie ein Fahrzeug gehabt, wo alles so einfach ist. Man kommt mit drei Schlüsseln aus. Ich habe das jetzt schon alles runtergebaut und ich habe nur eine Handvoll Schrauben gehabt. Das machst du einmal bei einer Honda. Du
Du kommst mit einer Schachtel nicht mehr aus. Ja, so, genug geredet. Ich filme das jetzt in kurzen Sequenzen, weil da gibt es eh nicht so viel dazu zu sagen, aber ich finde es halt toll, weil es schaut toll aus. Also, fangen wir an. So, fangen wir gleich mit dem Tank an. So. Flutscht. Und schauen wir es heraus. Ja. So schaut's. So, das ist das Ende des Schraubertags. Es ist schon spät, also wir haben es jetzt fast Mitternacht vorbei. Ja. Aber wir sind weit gekommen. Es hat jetzt länger gedauert, weil ich natürlich gefilmt habe. Es braucht einiges an Zeit. Ich denke mal, dass. Ja, dass das wahrscheinlich in 2 Stunden ohne Filmen, ohne weiteres gemacht ist. Und der Profi, der macht das nur schneller natürlich. Oder wenn man schon oft gemacht hat. Wie geht's weiter? Die Gabel muss raus, der Motor muss raus. Und dann ist das Ding schon fertig, dass wir es zum Pulverbeschichten bringen. Der Christian, der braucht noch ein bisschen, weil seine Vorstellungen sind nicht so einfach umzusetzen. Der hat einige Teile bestellt und der wartet vorhin auf die Teile. Schauen wir mal, was der macht. Das sehen wir dann in einem anderen Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Diesmal haben wir ein bisschen geschraubt. Wem es interessiert hat, ja, wie gesagt, die meisten Schrauber, für denen ist das sowieso ein Kinkerlitzchen, die so ein BMW in der Garage stehen haben. Für mich ist alles ganz neu. Auf jeden Fall kann ich nochmal sagen, es macht mir wahnsinnig Spaß, an dem Fahrzeug zu schrauben. Hätte ich mir nicht gedacht, dass ich das so schnell vergesse, dass mein Herz so stark an der Mutter Gutze gehängt ist. Ja, und jetzt habe ich dafür ein BMW und es ist einfach super. Also, liked den Kanal, lasst ihn abonnieren und lasst ihn teilen. Würde mich wirklich freuen. Und bitte, schaut euch auch die anderen Videos an. Die haben wir alle für euch gemacht. Und wenn dann wieder Fragen sind, die was schon lange in den Videos beantwortet sind, dann ist das manchmal schon ein bisschen mühsam, wenn man dann immer 10-mal das Gleiche schreiben muss. Schaut es euch an, sitzt euch am Abend vor dem Fernseher, schaut es ein und genießt es. Also, bis zum nächsten Mal, macht es gut.